2014 heißt Österreichs Mission Siegen beim Song Contest. Und sie soll es richten, die bärtigste Frau des Landes. Sie will Europas Herzen erobern und den lang ersehnten Triumph ersingen. Conchita Wurst tritt beim 59. Eurovision Song Contest in Kopenhagen an. Schon im Vorfeld ruft sie unterschiedliche Reaktionen hervor, vor allem im eigenen Land. Das ist die Conchita Wurst. Ich finde es gut, dass manche Leute vielleicht über so eine Figur herangeführt werden an etwas anderes. Conchita! Da wird mir schlecht, aber ist egal. Da kann ich gleich meine Großmutter nehmen. Das ist ja blöd, ja, und an Bord. I don't care. No, what does it matter? It's a good-looking person either way. Oh, nice, good. Ob Mann, ob Frau, keiner weiß es genau. Dabei ist es kein Geheimnis. Conchita, das ist Tom Neuwirth. 2006 zeigte sich erstmals in der Castingshow Starmania. Doch erst 5 Jahre später erfolgt der Durchbruch als Conchita Wurst. Ja, halb Mann, halb Frau. Also herrlich, ja. Ich finde, sie hat eine schöne Stimme. Für mich persönlich stört der Bart nicht. Wenn er sich so wohlfühlt, dann ist das in Ordnung. Mit Bart, ohne Bart, Mann oder Frau, egal. Sehen Sie jetzt Conchitas Weg nach Kopenhagen und zu 12 Points for Austria. Der Weg zum Song Contest bedeutet einen vollen Terminkalender. Knapp 6 Wochen bis zur Abfahrt nach Kopenhagen. Für Conchita heißt das Überstunden im Musikstudio und Feinschliff am Song. Walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Ich hatte dann um die 100 Songs am Tisch liegen und habe mich dann eigentlich nach dem ersten Mal anhören in Rise Like a Phoenix verliebt. Und deswegen habe ich mal meinem Bauchgefühl vertraut. Das richtige Bauchgefühl hat sie, aber ihr Magen ist auch ein wenig flau. Once I'm transformed, once I'm reborn. Ah, du musst dich mehr freuen dort. Nicht freuen ist das falsche Wort, aber einfach zu Hause ankommen. Once I'm reborn, du kommst zu Hause an. Das ist so dieses sicher zu Hause ankommen, so ja. Dieses Fahr, die Füße wieder am Boden. Okay. Es wurde tatsächlich Tag und Nacht an diesem Lied gearbeitet. Und wir standen selbst kurz vor der Deadline, noch bis spät nachts im Studio. Und das hat mich schon sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet. Stressig war es. Was heißt das? In 2 Wochen ist das zu zimmern, das ist eine große Produktion. From the fading light I fly, rise like a phoenix. Sorry, David, irgendwie. Ich habe ständig dieses Kratzen im Hals. Ja, oft sollte das. Vielleicht sollte das mal in Abschnitten probieren, ein bisschen, weißt du, Strophe, Refrain. Es ist immer das Gleiche. Dann, wie wir schon mal gesprochen haben, du kennst die Situation, wo du dann gesagt wird, und jetzt ist Aufnahme. Und dann macht alles zu. Das ist so bescheuert, weil ich bin weder erkältet noch sonst irgendwas. Nur ich stehe da und blockiere mich selbst die ganze Zeit. Du denkst doch immer zu viel beim Singen, gell? Ja, doch. Ich denke die ganze Zeit von Note zu Note. Ja, denk lieber an Wälder und Wiesen und Vögel und Schilf und Wasser und irgendeinen Scheißdreck. An Wälder und Wiesen. Oh Gott. Ja. Ja, es läuft eigentlich relativ gut, also es könnte besser laufen. Es ist der 11. Tag und ich merke mittlerweile, dass es schon wirklich an den Kräften zehrt. Und es ist einfach nur meine Psyche, die sagt, du musst jetzt und musst jetzt und musst jetzt. Und von diesem Perfektionswahn wird es eigentlich nur noch schlimmer. Mehr als 150 Millionen Zuschauer werden Conchitas Auftritt in Kopenhagen sehen. Da flattern die Nerven. Once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Na bitte. Du, das wird? Cool. Das wird? Das wird? Es gibt dann so Töne, wo ich mir denke, ist das jetzt eine Frau mit einer tiefen Stimme oder ein Mann mit einer hohen? Es ist toll, toll. Ich mag das auch, weil das irgendwie bei ihm total authentisch ist. Er verstellt sich auch nicht, er ist einfach so.
Natürlich ist es anstrengend. Klar sind gerade diese hohen Töne und dieses Durchhalten und es ist schon auch, jetzt nicht direkt Sport, aber einem wird schon warm dabei, wenn man dieses Lied irgendwie 12-mal hintereinander singt. Also das ist schon auch eine körperliche Herausforderung, ob das gesund ist. Wer weiß. Besonders in anstrengenden Zeiten wie diesen braucht Conchita ihre Freunde. Was ist echt ein Wahnsinn? Da stehe ich im Studio und habe so einen Leistungsdruck, wenn es irgendwie darum geht, dass die finalen Strophen einzusingen. Mhm. Und dann klappt das nicht. Ich habe immer ein Räuspern im Hals und hier zu Hause singe ich wie ein Trinkwasser. Ja, aber das mache ich ja doch. Nein, das ist einfach nur psychosomatisch. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Psychisch krank. Ach Gott, du bist mir eine Hilfe. Der Bart. Psychisch krank. Das sind ganz ehrlich. Ich würde aufhören. Ja. Mach du weiter für mich. Okay. Sing du für mich. Matthias ist mein Hairstylist. Aber nicht nur das, sondern wir sind die besten Freunde und wohnen mittlerweile seit 8 Jahren zusammen. Also Matthias ist wohl die einzige Person, die es schafft, jeglichen Kummer oder Zorn aus meinem System zu fegen. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Morgenmuffel. Ich sehe Matthias in der Früh und muss schon lachen. Na dann, im derzeitigen Stress ist jede Aufmunterung willkommen. Es steht auch nur ein einziger Tag zur Verfügung, um alle Dreharbeiten für den Videoclip zu Rise Like a Phoenix durchzuführen. Auch hier, ohne Freunde, geht gar nichts. Wenn ich unterwegs bin, kommt das sehr, sehr selten vor, dass ich irgendwo alleine aufschlage. Das sind zum einen natürlich Matthias, der meine Haare macht, dann Tamara Mascara, die mein Gesicht anmalt und Nicole, die uns in allen Belangen unterstützt. Wer ist eigentlich geschlafen? Naja, wie immer nicht gut eingeschlafen. Ich glaube, ich habe so 3 Stunden geschlafen, aber ich glaube, das ist irgendwie auch die Aufregung, dass ich nicht müde bin. Wann bist du schlafen gegangen? Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr. Aber es war auf jeden Fall weit nach Mitternacht. Tue ich dir weh an der Kopfhaut? Nein, es geht. Gut, ist okay. Es zieht heute nicht so wie sonst. Ja, ein großes Geheimnis kann ich lüften. Es sind zwar echte Haare, aber nicht meine echten Haare. Wer hätte das gedacht? Nicht so geheimnisvoll dagegen ist das Konzept zum Videoclip. Wir haben eine künstliche Studiowelt kreiert mit roten Elementen, die sozusagen ein bisschen auch das Rot-Weiß-Rot in den Vordergrund bringen, auch für den Song Contest. Und los! Waking in the rubble. Bisher war der Song noch nie außerhalb des Studios zu hören. Ich kriege einfach sehr, sehr viel Input von meinen Freunden und auf deren Meinung lege ich sehr viel Wert. Und die hören Rise Like a Phoenix zum ersten Mal. Hat! Sehr schön. Was sagst du zum Lied? Also ich finde den Song echt cool. Dankeschön. Gerne. Naja, also Begeisterung klingt anders. So ständig an mir rum und keiner sagt ein Wort. Ich finde es so cool, weil also es ist so Adele-mäßig. Es ist keine Ballade, aber es ist auch nicht so eine Abtempo-Nummer. Und ich finde es sehr cool. Passt. Dankeschön. Gerne. Los! Matthias ist ein Mensch, der kann nicht lügen. Selbst wenn er das gerne möchte, er kann es nicht, weil man es sofort merkt. Scheiße. Na, ich bin mir nicht sicher, ob es für einen Grand Prix so gut ist, der Song, weil er eben spezieller ist. Es ist ein schwerer Song. Er ist nicht so wie die ganzen anderen 0815 Grand Prix-Songs, die sonst da waren. Nein, ich finde, dass er zur Figur sehr gut passt, weil man darf nicht vergessen, dass 100 Millionen Menschen fast zuschauen und vielleicht 1 Million sie bis jetzt kennt. Und dann sitzt man vom Fernsehen und ist gefesselt von der Figur und überlegt, okay, was ist das jetzt? Und dann kann die auch noch singen. Und deswegen finde ich die Nummer so großartig, dass es eben keine Disco-Nummer ist. Zu einer Disco-Nummer gehören Tanzeinlagen. Die bleiben Conchita mit ihrer Ballade erspart. Cut! Danke, sehr schön. Oh. Dennoch ist der Videodreh nicht weniger anstrengend. Ich stehe jetzt irgendwie schon 4 Stunden, denke ich, auf einer Stelle. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, weil ich glaube, dann tun meine Füße weh. Aber nee, danke fürs dran erinnern.
Ich glaube, einfach jede Frau, die schon mal in so 13 cm Stilettos durch die Gegend gegangen ist, ist einfach das Schlimmste, in denen zu stehen und einfach die ganze Zeit zu stehen. Und das ist echt schmerzhaft und deshalb, man muss diese einfach Disziplin auch wirklich hoch anrechnen. Gut, ja, bitte. Playback jetzt. Alle Anstrengungen haben sich gelohnt. Der fertige Videoclip wurde innerhalb weniger Wochen mehr als 15 Millionen Mal im Internet angeklickt. Für ihren Erfolg hat Conchita Augenmerk auf jedes Detail. Das ist nicht ihr Ernst. Was? Nein, ich habe gerade den Vorschlag bekommen für das CD-Cover. Mach, zeig. Mit der Bitte, es abzusegnen, weil wenig Zeit ist. So bin ich denn ernst? Ja, ich finde es ganz furchtbar. Ich finde den Winkel nicht gut. Ich finde, ich schaue da nicht mal aus wie ich. Doch, das schon, aber es ist nichtssagend. Vor allem, ist das schon retuschiert? Ja, also das ist eine komische, also komische Haut auch. Ja, das ist nicht retuschiert. Ganz ehrlich. Also muss jetzt gar nicht so sein. Vergleich. Ja, ich habe nur mal größere Poren. Nein, ist nicht retuschiert. Oh Gott. Gibt es normalerweise nicht ein Covershooting? Na, ich habe ja ein Shooting gemacht und ich habe denen auch eine Auswahl geschickt von Bildern, die mir gefallen. Natürlich war das nicht dabei. Sonst würde ich ja jetzt nicht so ausrasten. Aber zeig mal. Das ist doch viel besser, oder? Na eh. Super. Also viel besser als vorige. Viel besser. Der Bart ehrlich? Stört halt. Ja, aber dann müssen die von vorne anfangen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Für den großen Auftritt in Kopenhagen ist noch einiges zu organisieren. So auch das perfekte Outfit. Und wie jede Frau überlässt Conchita in Modefragen nichts dem Zufall. Das Kleid für den Song Contest ist vor allem für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nächte ich tatsächlich damit verbracht habe, mein Kleid zu entwerfen. Ich habe da zig Ideen verworfen. Conchita ist gelernte Schneiderin. Das wichtigste Kleid ihres Lebens fertigen dennoch erfahrene Profis. Wir produzieren normalerweise die ganzen Kostüme für die Bundestheater. Also unser Auftrag ist jetzt, das Kleid, mit dem Conchita Wurst in Kopenhagen auftreten wird, beim Song Contest, hier zu entwickeln und anzufertigen. Und heute ist Maßnehmen und Modellbesprechung. Und zu besprechen gibt es viel. Wir machen ein Korsett drunter. Also ich muss halt zu bedenken geben, ich liebe es, eingeschnürt zu sein, aber ich muss halt auch noch singen können. Mhm. Aber ein bisschen Form geben soll schon, also es geht schon. Ich mach mal erstmal die Maße, ich sag dir die Taille an. 64. So. Ach, wir hätten wir auch noch wegmachen können. Ja, das muss ich jetzt noch 3 Wochen Zeit. Ja. Bei den Maßen von Conchita Wurst, ja, da werden sicher manche Frauen eine Träne im Auge haben. Ja, die sind wirklich fast unerreichbar für die Durchschnittsbürger. Nee, also Sissi-Taille habe ich ja jetzt auch nicht. Ne? Die hatte irgendwie nur 60, oder? Wie ist das überliefert? Ich glaube 55. 59. Naja, solange es beim Rest nichts auszusetzen gibt. Also brusttechnisch sind wir natürlich variabel, aber ich denke, das ist irgendwie delikat und nicht zu groß und jetzt nicht zu klein. Jetzt wird alles verraten. 88. Jetzt wird alles verraten. 88. Kannst du mal sehen. Perfekte Proportion. Ja, das ist die perfekte Proportion. Ist ja alles unecht. Kann ich ja variieren, wie ich möchte. Ne? So. Nein, ich mache mein Kleid nicht selbst. Ich habe ja in Graz die Modeschule gemacht, aber nee, ich bin da viel zu ungeduldig. Ich habe immer aufgehört, das Kleidungsstück fertigzustellen, sobald ich es anziehen konnte. War es für mich schon genug. Einfüttern. Das ist eine französische Spitze. Das ist nicht zu dick aufgetragen. Das finde ich. Ja. Super, weil es erwartet sich jeder. Jeder denkt sich, ja, jetzt kommt die Frau mit Bart natürlich. Mhm. Federn und was weiß ich, und vielleicht noch irgendwie ein Leopard an der Leine. Aber das bin ich eben gar nicht. Ich brauche kein Bühnen-Show-Outfit, weil ich bin kein Showgirl. Mhm. Ich will einfach, als hätte man mich von der... So geboren.
Genau. Genau. Eigentlich so geboren. Eigentlich so geboren. Also mein Traumkleid ist vorwiegend Gold und es muss glitzern, weil ich liebe es einfach, wenn es glitzert, aber auch nicht billig. Es muss einfach schön aussehen. Es muss so aussehen, als würde meine Haut quasi, als würde aus meiner Haut die Spitze rauswachsen. Wir sehen uns dann wieder so in 3 Wochen. Ich freue mich schon sehr. Ja, und dann darf ich das erste Mal reinschlüpfen. Natürlich. Dankeschön. Schönen Tag. Bald wieder. Und wir sehen uns bald wieder. Ja. Da komme ich dann einkaufen. Ja. Ciao. Danke. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann passiert es natürlich, dass Menschen mich ansprechen. Und die Fragen, die dann gestellt werden, sind immer sehr, sehr interessant. Darf ich etwas fragen? Natürlich können Sie was fragen. Sie sind doch die Vertretung für uns für den Song Contest. Stimmt ja, das? So ist es. Finden Sie das richtig, dass Sie als Mann oder Frau, weiß ich, wissen Sie selber, was Sie sind? Ja, ich weiß das ganz genau. Sind Sie genau. Ein Mann? Ja. Und Sie vertreten uns als Frau? Genau. Und das ganze Land lacht über uns. Ich glaube nicht, dass ich jemanden lächerlich mache. Also ich als normal sterblicher Bürger von da finde es beschämend, dass man sich von Ihnen zum Beispiel vertreten lassen muss. Weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Das verstehe ich, dass Sie sich nicht damit identifizieren können. Und will ich auch nicht, muss ich auch sagen. Das ist natürlich Ihr freier Wille und darum geht es mir ja auch. Ich sage ja auch gar nicht, dass man das toll finden muss und dass man mich toll finden muss. Das gar nicht. Ich möchte nur, dass es akzeptiert und toleriert wird, weil ich tue niemandem damit weh. Und das ist genau das, worum es geht. Aber der reifere, ältere Österreicher kann sich damit nicht anfreunden und der findet es eher beschämend. Ich fühle mich damit persönlich angesprochen und kann mich damit nicht identifizieren. Aber das finde ich auch in Ordnung und das ist auch Ihr gutes Recht, das zu sagen. Ich fühle mich sogar eher als beleidigt. Ich wünsche Ihnen nichtsdestotrotz einen schönen Abend. Bin ich aber sicher. Darauf wette ich. Gut, die Hand gebe ich Ihnen nicht. Das müssen Sie auch nicht. Bin ich nicht so erzogen worden. Wenn das nicht Ihrer Erziehung entspricht, dass Sie höflich sind, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Danke. Diese Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie genauso ein Land repräsentieren mit diesen Aussagen. Mit Kritik kann ich gut umgehen. Aber wenn ich beleidigt werde, dann denke ich mir zum einen, ach du meine Güte. Und da fragt sich noch jemand, warum ich das mache, was ich mache. Song Contest 2014 in Kopenhagen. Zeit, die dänisch-österreichischen Beziehungen zu stärken. Der Song Contest ist ja heuer in Dänemark, in Kopenhagen. Und damit ich mich da dann nicht vollkommen blamiere, was Sitten und Gebräuche anbelangt, habe ich mir jetzt 3 dänische Herren eingeladen, die mir diesbezüglich ein bisschen weiterhelfen werden. Ah ja, also ganz uneigennützig. Und das sind die 3 dänischen Nachhilfelehrer, Pilot Christian, Architekturstudent Sebastian und Wahlwiener Andi. Hallo. Hi. Hi, Conchita, hallo. Die 3 wollen Conchita alles über Dänemark erklären. Die erste Lektion heißt offenbar Charmoffensive. Vielen, vielen Dank für die Rosen. Ja, fesch. Also ich stehe nicht so auf den Bart, aber gut, da muss man halt in Kauf nehmen. Aber ja, das ist halt so. Haben wir ein bisschen geschreckt. Aber dann haben wir gedacht, naja, schaut ganz witzig aus eigentlich. Dann kann der Unterricht ja losgehen. Angefangen wird mit dänischen Frühstückstraditionen. Ja, wir haben hier was typisch Dänisches mitgebracht. Smørrebrød. Das heißt hochbelegt. Das heißt, da gibt es ein ganz kleines Stück Brot und dann gibt's Sachen drauf bis zum geht nicht mehr. Sagen wir noch mal bitte. Smørrebrød. Smør. Da musst du, die Brød, das ist diesen dänische weiche D. Brød. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da musst du dich vorstellen, dass du irgendeinen Kartoffel im Mund hast oder dass du kurz vorm Kotzen bist. So, Brot. Ich kenne beide Gefühle nicht. Okay, gut. Aber stell dir vor. Smørrebrød. Sehr gut. Perfekt. Ist das jetzt eine Frühstückssituation, die man auch in Dänemark vorfinden könnte? Das ist wohl eher am Mittag. Ich frage nur wegen dem Alkohol. Ja, das fängt schon am Morgen an. Ach, man schaut natürlich auf die Gesundheit. Genau. Ein Bitter für den Deswegen Magen. Deswegen haben wir zum Beispiel die Flasche hier. Das ist für den ganzen Gesundheit. Der hat alle Vitamine, die du brauchst. Tatsächlich. Und ja, Gammeldansk. Gammeldansk. Das ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, oder? Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht sollen wir mal kosten, oder? Was man mal wissen muss, wenn man nach Dänemark kommt. Und das ist Skål. Und das heißt natürlich Prost. Alles genau. Klar. Skål. 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 Ja, schmeckt gut. Mhm. Schmeckt ein bisschen nach Holz.
Nach Holz? Ja. Frag mich nicht, warum ich weiß, wie Holz schmeckt. Aber es schmeckt ein bisschen. Ich finde das angenehm. In Dänemark natürlich ist es ganz wichtig, dass man trinkfest ist. Beim Fortgehen in Dänemark geht leider nichts ohne Alkohol. Also dann lockert man auf. Es wird alles so hügelig, wie man in Dänemark sagt. Also die Gemütlichkeit steigt. Und ja, wir trinken natürlich auch ganz Getränke, die nicht ganz so gemütlich sind, wie Kümmelschnaps und Lakritzgetränke. Wenn du den Gammeldansk in die Hand nimmst, ja, und ohne Skål zu sagen, ja, dann musst du einen wegkippen. Genau. Ich verstehe. So und... Genau, und weg damit. Ganz besonders. Prost. Die Lehrer sind sehr zufrieden mit ihrer Schülerin. Was mir aber auch noch wichtig ist, weil ich flirte ja wahnsinnig gerne, wie das gerade bei den Männern denn so läuft in Dänemark. Wenn man zum Beispiel... Versuch's mal, jetzt bin ich zum Beispiel ein dänischer Herr, ja, in einem Bar und dann sagst du zum Beispiel Hallo und Prost, auf Dänisch natürlich. Ja. Skål, ja. Und dann siehst du mal, wie ich reagiere. Skål? Ach, ein Traum. So geht's in Dänemark. Ja. Wir ein schauen, Traum. Wir verschwenden auch keine Zeit, in die Augen zu schauen oder so. Wir denken uns so, nur, ah, es gibt was zum Trinken. Und gleich mal auslegen. Irgendjemand hat mich aufgefordert zu trinken. Genau, das ist Servus. Genau. Ja, ja, ja. Der Schlüssel genau. Zum Erfolg. Mhm. Ganz genau. Zum Erfolg. Mhm. Also das mögen die dänischen Männer sehr gerne. Mhm. Wenn du ihn auf betrunkene Schnaps, Frauen. Ja, oder auf ein Bier einladst, das ist also vielleicht so. Nicht direkt betrunkene Frauen, aber ja, halt Frauen, die wissen, was gut zu trinken ist. Verstehe. Genau. Also so umgekehrte Etikette. Also hier die Frauen kauft den Männern. Mhm. Ach, ist das so? Ist das so, dass Frauen eher die Offensive ergreifen? Das geht in beide Richtungen. Mehr als in Österreich, finde ich. Aber hier wartet man ja gerne, ne? Als Frau, da wird man ja gerne irgendwie bedient und hofiert. Also, Frauen mit Bart stört mir gar nicht. Also, liberal, Däne, also mir ist wirklich egal. Mir kommt es auf den Person an, nicht wie die Person aussieht. Da gibt es so ein Wort, das heißt Hüge. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Das ist eigentlich ein Lebensgefühl. Wenn man es jetzt Wort für Wort oder wörtlich übersetzt, dann ist es eigentlich gemütlich. Aber das erklärt es nicht ganz. Also das ist so ein Lebensgefühl? Mhm. Eine Atmosphäre, wenn du da hinkommst. Aber wo baue ich das denn ein? Also sage ich das dann irgendwie, ach, das ist Hügeli. Genau. Mhm. Immer. Wenn du zum Beispiel, immer. Zum Beispiel wenn mit einem Schnaps trinkst und sagst du, das ist Hügeli. Es ist Hügeli. Hügeli. Wie Hügeli. Genau, ja. Also, Hügeli. Genau. Du machst dich super. Das ist 1A. Immer wieder besser, ne? Yes. Alkoholspiegel steigt. Das, du hast vollkommen recht. Deswegen. Skål. Skål. Herrlich ist es mit euch. Conchita ist integriert. Dänisch ist an sich gar nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Vor allem Skål kommt sehr leicht über die Lippen. Und wenn man das dann so 10, 15 Mal gesagt hat in der ersten halben Stunde, dann geht der Rest eigentlich wie von alleine. Zudem müsstest du auch noch wissen, wie man Danke sagt. Ja, absolut. Entweder vielen Dank oder nur Danke. Danke heißt Zack. 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 Nicht mit Z, mit ja. T. Genau. Aha, Zack. 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 Mhm. Zack. Und was heißt dann vielen Dank? Mange Zack. Mange Zack. Mhm. Mit T. Mange Zack. Mange Zack. Habe ich das jetzt? Ich glaube, es war ein Tee. Aber ich glaube, für Ungeübte ist es natürlich besser, wenn man noch einmal anstößt. Vielleicht. Ja. Ach du meine Güte, ja. Also was ich bis sicher kann, Skål, kann ich bis so den... Skål, das war super. Perfekt sagen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich habe gelernt, man begrüßt sich mit einer Umarmung und man trinkt gerne Schnaps in Dänemark. Skål. Dann muss man das Brot füllen, also aufbauen, dass man es quasi nicht mehr essen kann. Dann trinkt man noch gerne Schnaps in Dänemark. Skål. Dann gibt es ein Lebensgefühl, das Wohlwollen ausdrückt. Und dazu trinkt man gerne Schnaps. Sollten genau. Wir nicht noch mal skålen? Absolut. Weil wir haben ja noch einen Schnaps. Was gab es dann noch? Ach ja, noch zwei andere Schnapssorten. Gab es auch noch. Ich bin total verliebt in Dänemark. Ich bleib auch gleich oben. Skål. Du bist herzlich Skål. Willkommen. Skål. Für besten Freund und Hairstylist Matthias sieht die Welt hingegen nicht so bunt aus. Es geht jetzt einfach nur darum, dass du jetzt mal jemand hast, auch für die Haare, dass deine Haare schön sind beim Auftritt und bei den vorigen Auftritten, die du dort hast. Ich habe keine Ahnung, wie das dort abbringt. Wann hast du den nächsten Termin? Nächste Woche Donnerstag. Und ich rufe die Röntgen nochmal, schauen das Röntgenbild an und sagen dann, wow, diese Knochen sind super wieder verheilt. Ja. Gerade in der Vorbereitungszeit für den Song Contest liegen die Nerven blank. Und dann ist auch noch
wahrscheinlich das Schrecklichste passiert, was passieren hätte können. Matthias hat sich die Schulter gebrochen. Aber was heißt das jetzt? Zeittechnisch meine ich. Ich höre, von dem höre ich ja, das dauert dann noch 4 Wochen. Nach diesen 3 Wochen, die ich jetzt verbannt habe. Ja, aber Matthias ist mal ohne Scheiß. Ich weiß es. Wie soll man das jetzt machen? Für mich das Schlimmste wäre, wenn er nicht mitfliegen könnte. Wenn ich nicht alle meine Freunde bei mir hätte. Das wäre ganz, ganz furchtbar. Aber keine Alternative? Ist mal ganz ehrlich. Eine andere Person, die dir die Haare macht. Ja. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Naja, aber das heißt jetzt, dass... Oh Gott. Mich kotzt extrem an. Ja, das... Erstens wäre ich gerne dabei, mal die Show zu sehen. Zweitens würde ich dich gerne unterstützen. Drittens bin ich der Einzige, der mit den Haaren umgehen kann. Ersatz für die Haare lässt sich schon irgendwie unter Umständen finden. Das Problem ist nur das, dass ich dich dann quasi als Privatperson einbuchen muss. Und das wird halt scheiß teuer. Knapp 3 Wochen. Ob das ausreicht, damit der Schulterbruch heilt? Conchita braucht eine kleine Auszeit. Ich habe natürlich zu Beginn Conchita und Tom sehr, sehr streng voneinander getrennt. Jetzt im Laufe der Zeit merke ich einfach, dass das gar nicht mehr geht, weil die zwei ein Herz und eine Seele sind. Seine Kindheit verbringt Tom im 3000-Einwohner-Ort Bad Mitterndorf. Hier in der Obersteiermark bin ich aufgewachsen. Also der Tom und Conchita war so hier noch nie wirklich. Als Conchita scheute er bislang den Gang in seine Heimat. Ich bin auch jetzt sehr gespannt, wie meine Eltern reagieren werden. Die haben mich ja eigentlich auch nur wirklich aus der Zeitung so gesehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie mich ansprechen werden. Ich weiß es nicht. Also das ist ja eine ganz, ganz andere Situation als die ich gewohnt bin. Du hast eigentlich Conchita oder Conchi oder Thomas? Nein, das weiß ich nicht. Wir sind uns ausgerutscht. Ich glaube, genauso wie es ist. Ach Gott, ganz komisch ist das. Das Gefühl ist so. Ja, es ist einfach anders heute. Ja, schau. Ja, endlich. Alle Ängste waren unbegründet. Für Toms Eltern gehört neben seinem älteren Bruder natürlich auch Conchita, fest zur Familie. Herrlich, richtig fantastisch. Wir sind sehr stolz. Wohl. Und ich bin stolz auf meine Eltern, weil die sehen mich heute so zum ersten Mal. Und ich war schon ein bisschen nervös. Aber du brauchst ja nichts, keine Angst haben, ich war genauso nervös wie du. Warum du nervös bist, du bist ja, bitte. Ich hab die schönsten, überhaupt die schönsten Kinder von mir. Die schönsten Kinder, jetzt sind sie ja dann fast 3, ne? Ja, bald. Eigentlich. Ja, es sind drei. Ja, okay. Meine Eltern haben mich noch nie live als Frau Wurst gesehen, weil es sich schlichtweg noch nicht ergeben hat. Meine Eltern haben ein Gasthaus und arbeiten wahnsinnig viel. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ja, schon lange was. Weihnachten war es gar nicht. Ja, Weihnachten war es gar nicht. Dezember. Ja, stimmt. Opa genau, bei Opa sein Geburtstag. Ja, ja, richtig. Abgesehen von Kopenhagen gibt es ja noch eine Neuigkeit. Was für eine? Steht mal kurz auf. Was? Steht mal kurz auf. Oh. Es wird das was Schlimmes. Tatsächlich habe ich mir ja meine Mutter auf den Rücken tätowieren lassen. Und meine Mama ist jetzt nicht der größte Fan von Tätowierungen. Also meine größte Nervosität gilt eigentlich der Situation. Ich weiß ja nicht, ob sie sich erkennt. Ich habe mir ja die Mama am Rücken tätowieren lassen. Ja, wow. Ja, Wahnsinn. Erkennt man die Mama? Ja, sicher erkennt man die Mama. Wahnsinn.
Diese Schmerzen, die wirst du doch. Vier Stunden Schmerzen. Wie lang hat es gedauert, bis ich auf der Welt war? Keine Ahnung. Von 5 Uhr früh bis 5 Uhr Nachmittag. Oh je, okay, na gut, du hast gewonnen. Aber ich dachte mir, wenn du schon Schmerzen wegen mir hattest, dann habe ich jetzt auch welche wegen dir. Ja, Wahnsinn. Meine Mutter habe ich mir auf dem Rücken tätowieren lassen, weil sie die wichtigste Person in meinem Leben ist. Eine Mama ist halt eine Mama. Also da geht einfach nichts drüber. Jetzt rennt euer Sohn hauptberuflich als Frau mit Bart herum und dann mache ich mir Sorgen wegen einer Tätowierung. Ich glaube, dass sich das viele Mütter wünschen würden, dass die Kinder so sehr an die Eltern hängen, dass die sogar am eigenen Körper tragen. Mal ist ein schönes Kleid, der Wahnsinn. Da wird er nicht reinpassen, oder? Ich glaube, das ist mir schon viel zu lang. Oh, Maria. Also da. Das müssen wir abschneiden. Nein, es wird nichts abgeschnitten, wird der Wahnsinnig. Das erste Mal, wie er klar laut sagen, hat er dann nicht einmal richtig laufen können. Das war vor dem Kindergarten. Kindergarten, Kittel an, Kindergarten außer, Kittel weg. Und da haben wir den Kittel angezogen. Das Kleid war für ihn, ja, von Anfang an da. Was hätte ich mir denken sollen? Dass er irgendwann einmal schwul wird? Nein, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das war er ja schon. Der Dachboden. Trotz toleranter Eltern sucht Tom in seiner Kindheit Rückzugsorte. Im Haus meiner Eltern ist gerade der Dachboden ein sehr, sehr wichtiger Raum für mich, weil da durfte ich irgendwie alles ausleben, wofür ich eigentlich ausgelacht wurde. Ich habe dort oben gemalt, gezeichnet, gesungen. Da ist ja sonst niemand mehr da. Wenn du nicht da bist, ist niemand mehr rum. Du hast doch immer Gnade, weißt du das noch? Ja. Da hängen ja auch noch die ganzen Entwürfe von. Die hast du in Graz gemacht, glaube ich, oder? Ab seinem 14. Lebensjahr lernt Tom in Graz an der Modeschule. Also? Kannst du dich noch erinnern, früher, als ich es noch nicht konnte, wie viele Nadeln ich dir abgerissen habe? Jede Woche 3 ja. Oder 4. Wer hat herum schon gesungen? Da war er nur 15 oder nur kleiner. Ist er aufgegangen singen, damit er laut singen hat können, weil unten hat er das nicht dürfen. Nach der Schule wollte ich eigentlich auch nicht mehr wirklich wohin laufen. Also ich habe immer so ein bisschen meinen geschützten Bereich gebraucht. Und den habe ich auch hier ganz stark gefunden, weil man muss sich vorstellen, meine Eltern haben ein Gasthaus und da sind immer ganz, ganz viele Menschen. Und das war aber genau das, was ich nicht wirklich wollte. Also wenn man es jetzt überspitzt sagen möchte, dann wird jetzt Tom in der Wohnung eingesperrt und Conchita darf raus, weil früher war Conchita hier im Dachboden eingesperrt und Tom durfte auch herumlaufen. Also das Platz hat sich gewendet. Ich habe quasi die Seiten, die ich verstecken musste, um irgendwie nicht ständig in Konfrontation zu geraten, habe ich hier ausgelebt. Und jetzt, nach meinem Entschluss, mein Leben einfach so zu gestalten, wie ich das gerne möchte, darf ich alles überall machen. In einem kleinen Ort verbreiten sich Neuigkeiten schnell. So auch der Besuch der prominentesten Bewohnerin. Ein wunderschönen guten Tag. Ich bin noch nie als Conchita nach Bad Mitterndorf gefahren, weil ich bisher immer die Überzeugung hatte, dass Bad Mitterndorf ganz und allein Tom gehört. Weil das ist seine Heimat und da wohnt seine Familie und deswegen hat die Wurst da nichts verloren. Die Bad Mitterndorfer sehen das ganz anders und nehmen Conchita herzlich auf. Es gibt super Krediten auf der Facebook. Ja, ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwer besser repräsentiert als wir. Ja, ja. Es ist eine super Mischung im Prinzip. Es wird auch alles passen, es wird auch hinhauen. Sie gefällt mir, weil es gut ausschaut. Sie gefällt mir, weil es keine Scheu hat vor Kritik oder vor Leuten, die was glauben, dass es blöd ist. Das ist das was mir taugt. So wie man ist man halt. Nicht ist er so. Nicht? Und der hat sich zu was gemacht. Wenn er keinen Partner hat, war er eine feste Frau. Ja? Dankeschön. Erleichterung. Auch für Conchitas Familie. In einem Herzen als Mutter ist es einfach ganz anders, wenn man das eigene Kind dann so sieht. Harte Zeiten waren das bei Stemania, wie er sich geoutet hat als schwul. Und ich habe immer Angst gehabt, wenn ich ins Dorf gegangen bin. Die Leute im Dorf haben das noch nicht so akzeptiert, dass das einfach so ist. Das hat sich längst geändert. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich war auch überfordert.
mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit. Aber ich denke, ich habe das dann ganz, ganz gut gemacht und ich habe mich da noch sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man gerade weiß, dass von dem Ursprung eigentlich, wo man herkommt und wo man aufgewachsen ist, so viel Rückhalt bekommt. Und das ist nicht selbstverständlich und ich fühle mich wirklich sehr privilegiert, weil ich weiß, ich bin ein Paradiesvogel und ich weiß gerade, in unserer Region ist das was sehr, sehr Besonderes. Aber dass ihr trotzdem alle so zu mir steht, freut mich sehr und dafür möchte ich mich auch bedanken. Danke. Keine drei Wochen bis zum Song Contest und Conchita nimmt sich immer noch Zeit für Überraschungen. Ja, also der Song wird ja erst morgen veröffentlicht. Aber ich habe mir gedacht, warum zeige ich meinen Freunden und Lieben nicht schon mal vorab, wie sich das so anhören wird. Darf man eigentlich nicht, ist mir aber herzlich egal. Von daher bin ich schon ziemlich gespannt. Ich hatte in den letzten Wochen so gut wie gar keine Zeit für meine Freunde. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich die vor Dänemark jetzt noch mal sehe, weil ich brauche jetzt auch ein bisschen Balsam für die Seele. Und dafür sind die genau die Richtigen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren. Aber am meisten freue ich mich drauf, dass ich sie dann alle noch mal in den Arm nehmen kann. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. So klingt er, der noch geheimste Song Österreichs. Ohne ihnen einen Anlass zu nennen, hat Conchita ihre besten Freunde eingeladen. Und die beschäftigt alle nur eine Frage. Was wird jetzt passieren? Ich bin die Britta und ich weiß noch nicht genau, warum ich heute hier bin. Aber ich bin eine Freundin von der lieben Conchi. Ich bin hier, weil meine gute Freundin Conchita mich eingeladen hat zu einer Überraschung. Sie hat gesagt, komm her, wir sind alle da. Und jetzt sind wir da und warten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, ich habe nur gehört, es ist was geplant. Und wenn Conchita überrascht, dann ist es meistens ziemlich lustig. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich so nervös werde. Aber ich bin nervös. Und gerade, weil ich kenne das auch, immer wenn ich eigentlich für Leute singe, die mir wahnsinnig am Herzen liegen, bin ich immer sehr, sehr aufgeregt. Und das ist jetzt auch gerade der Fall. Ich dachte eigentlich, ich wäre cooler. Bin ich gerade nicht so. Keine Angst, auch die Freunde sind aufgeregt und halten es vor Spannung auf die Hauptperson des Abends kaum noch aus. Ich bin so aufgeregt. Wo fange ich an? Erstens mal danke, dass ihr alle gekommen seid. Das war mir wahnsinnig wichtig, dass ich euch alle vor Kopenhagen noch mal sehe, weil... Nein, nicht heulen. Ich heule auch gleich. Ich merke gerade in dieser Zeit, wo es so wahnsinnig stressig ist, dass ich euch sehr, sehr, sehr vermisse, weil ich genau gar keine Zeit habe, irgendwie irgendwas mit euch zu machen. Und vielleicht habt ihr davon gehört, dass morgen die Weltpremiere ist meines Songs. Und mir wurde nicht erlaubt, darüber zu sprechen, Interviews oder sonst irgendwas. Und ich habe mich auch euch gegenüber relativ bedeckt gehalten. Aber ich werde euch jetzt gleich den Song vorsingen, auf den die Welt wartet. Der Song heißt Rise Like a Phoenix. Und wie es der Titel schon sagt, geht es auch irgendwie ein bisschen um die Thematik, die dieses Sprichwort beinhaltet, wie ein Phönix aus der Asche. Ich denke, das kennt irgendwie jeder von uns, wenn er eine Scheißzeit hat, dann denkt man irgendwie, das wird nie wieder besser, wird's aber. Und im besten Fall lernt man auch noch was draus und wird noch mal ein Stück weit ein besseres Ich. Und darum geht's in diesem Song. Waking in the rubble, walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life.
Die Meinung meiner Freunde bzw. meine Freunde im Generellen sind mir extrem wichtig. Das sind die, die mich zu dem machen, was ich bin und mich bedingungslos lieben und unterstützen. Und deswegen durften die auch in diesem wahnsinnig spannenden Prozess nicht fehlen. Gänsehaut. Gänsehaut. Auf beiden Händen. Gänsehaut pur, Hammer, die Stimme. Oh, Wahnsinn. Weltklasse. Die Message, die rübergekommen ist, die spürt man einfach. Und ich glaube, dass die Conchita als Person, so wie sie ist, das, was sie präsentiert, dass sie genau so einen Text braucht, so einen Song braucht, um Europa zu zeigen, dass wir Österreicher doch was Besonderes sind und auch mit der Conchita eine besondere Botschaft nach außen tragen wollen. Ja, ich bin sehr erleichtert. Irgendwie so mit dieser Live-Performance habe ich schon wieder ein besseres Gefühl. Und jetzt bin ich für mich auch jetzt ein bisschen entspannter, weil ich weiß, dass es live klappt. Gute Zeichen für Kopenhagen. Wenige Wochen vor Abflug stehen für Conchita jede Menge Termine an. Und endlich wird auch ihr Contest-Song offiziell veröffentlicht. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die Presse sagen wird, weil ich habe natürlich jeder eine Meinung. Wir haben so lange auf heute hingearbeitet und heute ist es endlich soweit, dass man das Baby herzeigen darf. Und das ist, ja, heute ist irgendwie der Kick-off für alles. Und den richtigen Kick gibt die Premiere von Rise Like a Phoenix vor der Fachpresse. Wie wichtig ist dir die Veranstaltung Song Contest? Mir ist es extrem wichtig und ich sehe mich da sitzen als 12-jähriges Kind mit meiner Mama und wir haben wirklich jedes Mal den Song Contest geguckt. Und meine Mama und ich haben vielleicht, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so auf die Lieder gehört, sondern eher auf die Outfits und die Haare. Deswegen freue ich mich so wahnsinnig, dass es jetzt geklappt hat und ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt und habe ein wunderschönes Lied. Und ich kann es kaum erwarten. Genau wie die Journalisten es nicht erwarten können, alles zu erfahren. Noch ist alles ganz cool und alles relaxed. Und ich gehe einfach Step by Step und jetzt sind noch viele Reisen. Conchita Wurst ist auf jeden Fall die richtige Vertreterin für Österreich. Sie polarisiert meiner Meinung nach immer noch ein bisschen und das rüttelt auf und schafft noch mehr Aufmerksamkeit. Wir haben heute im Dreiwecker das erste Mal den Song gespielt, quasi eine Weltpremiere. Und das Feedback der Hörer, da war es durchwegs positiv. Also Frauen sowieso, Frauen lieben den Song, Männer sind skeptisch. Was sind denn deine Erwartungen für den Song Contest? Ich denke, dass alle Kandidaten, und das finde ich auch gut, mit dem Gedanken hingehen, gewinnen zu wollen. Prinzipiell schön, wenn wir das Finale erreichen. Finale wäre toll. Bei Journalisten ist es immer ein bisschen schwierig zu deuten, wie der Applaus gemeint ist. Das werden wir dann morgen in den Zeitungen lesen, was sie davon halten. Aber ich denke, das Lied ist schon gut angekommen.
Wie geht's jetzt weiter, bitte? Ich darf weiter herumfliegen, was mir sehr viel Spaß macht. Wir sind Phoenix. Richtig, bin Phoenix. Wir sind jetzt nächste Woche in Madrid, dann fliegen wir direkt nach Riga, dann ist Antwerpen, Amsterdam, London, freue ich mich schon sehr. Um die Werbetrommel für den österreichischen Beitrag zu rühren, geht's quer durch Europa. Es ist für mich einfach immer wieder eine sehr aufregende Situation, in ein Land zu kommen, in dem ich noch nie war. So, wir befinden uns gerade in Madrid. Hallo meine Lieben, ja, ich befinde mich gerade in London. Das liebe ich. Also ich liebe es, Interviews zu geben und ich liebe einfach auch die Aufmerksamkeit. Und Europa liebt Conchita. Kaum zu glauben, aber der Abflug nach Kopenhagen steht vor der Tür. Nervös? Ja, schon. Davon habe ich seit Jahrzehnten geträumt. Und das ist so unwirklich, oder? Man fliegt da jetzt wirklich hin und macht das einfach. Ich bin froh, dass ich nicht dort auf der Bühne stehen muss. Ich bin schon nervös. Weil ich wäre in deiner Situation eigentlich schon sehr... Ich habe auch genau gewusst, je näher der Tag kommt, desto schlimmer wird es. Und es ist wirklich gerade nicht angenehm, drüber nachzudenken. Obwohl ich mich natürlich freue, aber... Wie geht's eigentlich deinem Zahn? Den ignoriere ich. Fling mal weg, bald. Monatelange Vorbereitungen haben sie sich gelohnt. Ihr Auftritt beim Song Contest soll es zeigen. Give it up for the Queen of Austria. Conchita Wurst. Lange sorgte keine Österreicherin für derart Furore in Europa. Im Finale des Song Contest beweist Conchita Wurst, sie hat mehr zu bieten als nur Bart. Grandioser Auftritt. Doch ist Europa überzeugt? Das wird das Voting zeigen. Twelve points from Greece go to Rise Like a Phoenix, Austria. Die ersten 12 Punkte des heutigen Abends. Top 12 points from Montenegro go to Hungary. La Hongrie, 12 points. Andras Kalaisandas. Hat sich die Dame auf den Unterarm geschrieben. Austria. 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 L'Autriche. We have done the math. It's no secret anymore. Austria is in the lead. And it's no longer possible. Und jetzt ist es klar, nachdem die Ukraine gewählt hat. Conchita Wurst. Österreich gewinnt den Song Contest 2014. Das ist unglaublich. Jetzt hat uns die den Schaß gewonnen. Congratulations to Conchita, Queen of Europe. Sie hat es geschafft. Die Königin von Europa, Conchita Wurst. Zum zweiten Mal nach Udo Jürgens im Jahr 1966 gelingt Österreich der Sieg beim Song Contest.
So klingt nur